Das ist das sichtbare Resultat vom ersten öffentlichen Sagen von der Gattensage Buchberg am neuen Standort. Es hat anlässlich vom Schweizerischen Mühletag am 15. Mai stattgefunden. Das unsichtbare Resultat, die unzähligen Besucherinnen und Besucher, ist nicht weniger nachhaltig. Von weit umeinander sind sie gekommen. So auch die Regionalgruppe Rheinfalltreff vom Senior Web. Bevor sie aber in Genuss von einer Führung durch den Otto Willem angekommen sind, haben sie einen Imbiss genommen in der Festwirtschaft, wo von den Mitgliedern und ihren Angehörigen vom Verein Pro Gattersage betrieben worden ist. Wie immer dabei der Erwin Kern, der für einmal Hammer und Stechbeutel mit den Bratschaufeln getauscht hat. Oder Verena Graf, die mit dem Serviertablett ebenso gut umgehen kann, wie mit der Reisbürste beim Ziegelputzen. Bei seiner Führung für die Rheinfalltreffler hat Otto Willemann betont, wie wichtig das Projekt Gattersage ist für Buchberg, aber auch für Rüdlingen. Die beiden Gemeinden, die sich etwa die vom Kanton etwas abgenabelt fühlen. Man hofft auch, durch das Handwerksmuseum, das bis ca. in einem Jahr im unteren Teil des Gebäudes eingerichtet sein wird, diese schöne Gegend noch besser bekannt zu machen. Der Otto Willemann hat auch die Geschichte der Gattersage erzählt, wo 1992 durch die Männerriege unter dem Robert Kern vor einem Verschrotten gerettet worden ist. Der Verein Pro Gattersage Buchberg hat sie dann restauriert und an drüne Herbstfest unter freiem Himmel betrieben. Dank grosszügiger Unterstützung durch die Gemeinde, vielen Sponsoren und Handwerker, aber auch durch Tausende von Fronarbeitsstunden, hat sie jetzt einen trockenen, festen Standort bekommen. Es gibt noch viel zu tun. Wenn es aber so weitergeht wie seit dem Spatenstich im Oktober vom letzten Jahr, ist die offizielle Einweihung am Mühletag 2011 gesichert. Starke Mann! Ich bin schon so, ey! Gut! Gut! Gut!
Beim anschliessenden Rundgang hat man viel Wissenswertes erfahren. Für einige sind alte Erinnerungen aufgekommen, andere wissen jetzt, wie eine Transmission aussieht und warum der Riemen gekreuzt über die Räder läuft. Und viele haben das erste Mal den Duft von frisch gesägtem Holz in der Nase gehabt. Aber für die Mitglieder des Vereins Pro Gattersäge war der Sound Musik. Zu den ersten Kunden hat das Vereinsmitglied Werner Wüst gehört. Er hat seine Stämme zusammen mit seinem Sohn Stefan gerade selber vorbereitet. Bretter werden in einem Freilaufstall verwendet. So richtig ins Zeug gelegt hat sich die Gruppe von der Pfadi Eglisau, die es ihr Saatgut von Rinden und eventuellen Fremdkörpern befreit hat. Der Sepp Schneider hat historisch angeliefert, auf einem Original-Holztransportwagen. Zwar nicht mit dem Pferdefuhrwerk, aber mit einem liebevoll restaurierten Bührertraktor. Wie man aus den zufriedenen Gesichtern hat sehen konnte, ist das erste öffentliche Sägen ein voller Erfolg gewesen. Zukünftig soll mindestens zweimal im Jahr öffentlich gesagt werden. Am Schweizerischen Mühletag und am Fischsonntag im Herbst. Auf Anfrage sind auch Führungen möglich. Die Internetseite gattersage.ch wird nächstens auch restauriert und wird viele interessante Informationen vermitteln. Wir freuen uns!